So, wir haben die erste Pause hinter uns, Croda del Lago. Da lagen wir schön in der Sonne, ne? Mhm. Herrlichster Blick hier vorne auf den Berg. Richtig idyllisch hier, konnten wir schön entspannen. Einen wunderschönen guten Morgen am 5. Juli 2021. Wir sind auf dem Weg zum Croda del Lago. Haben hier schon den ersten Aussichtspunkt runter auf Cortina. Herrliches Wetter, die Sonne scheint wieder, viel besser als gestern. Es geht hier nur bergauf, durchgängig, super anstrengend, aber ich denke, diese Kulisse, die belohnt dafür. Wir schauen mal, wir sind gleich da. So, wir haben die erste Pause hinter uns, Croda del Lago. Da lagen wir schön in der Sonne, ne? Mhm. Herrlichster Blick hier vorne auf den Berg. Richtig idyllisch hier, konnten wir schön entspannen. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier weitergehen, ob wir den Rückweg antreten oder noch ein Stück weitergehen.
Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Anstrengende Tour, nur bergauf, aber die Aussicht belohnt. Dieser Reise scheint es wirklich kaum einen Tag zu geben, an dem alles rund läuft. Wir wollten nicht den gleichen Weg zurücklaufen, auf dem wir zum See gewandert sind. Diese Alternative war zwar sowohl in Google Maps als auch in Maps.me eingezeichnet, in der Realität allerdings wurde aus dem Wanderweg zuerst ein Trampelpfad und dann verschwand er vollends. Wir mussten uns eine Weile durch das Dickicht schlagen, bis wir einen weiteren Alternativweg gefunden hatten. Zu einem Unheil kam dann auch noch, dass ich einen falschen Endpunkt, also der Punkt, wo sich unser Auto befand, in der App markiert hatte. Wir kamen also mehr als 2 Kilometer weiter östlich zur Hauptstraße zurück, als es eigentlich geplant war. Der Rückweg an der Straße führte natürlich, wie sollte es auch anders sein, steil bergauf. Wir waren wirklich froh, als wir dann endlich wieder im Auto angekommen sind. Jetzt wissen wir die durchweg sehr gute Wanderwegbeschilderung in zum Beispiel Neuseeland oder Australien noch mehr zu schätzen. In den Dolomiten ist dies unserer Meinung nach sicherlich noch sehr ausbaufähig. Test, 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 test. Hey guys, checks Maniac 900-999 here to test out a new microphone I just got for my vlogs. This will hopefully you'll be able to hear in more detail a lot of the... Whoops, sorry, it's another feature on the microphone. So, der Tag ist wieder mal nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hätten. Nee. Auf dem Rückweg dann wieder den falschen Endpunkt gewählt und mussten dann da noch... Egal, jetzt sind wir nochmal kurz dann mit dem Fahrrad runter zum See, da ist bei mir die Pedale abgebrochen, hatte ich nicht fest genug gezogen, muss man zurückschieben. Völlig im Arsch jetzt, einfach alles nicht so gelaufen, wie wir dachten. War trotzdem schöner See heute, Croda del Lago, hat Spaß gemacht, aber alles danach hätte man sich auch ein bisschen schenken können. Naja, es wird gepackt, es ist der letzte Abend, morgen geht's nach Hause. Mit 1-2 Zwischenstopps werdet ihr noch sehen, nehmen wir euch noch mit. Und deswegen sagen wir es erstmal gute Nacht. Es geht auf zum Packen. Gute Nacht. So, nur noch als kleiner Nachgang. Wir haben schon zu Ende gepackt. Für morgen ist alles fertig, gegessen, geduscht. Hier haben wir geschlafen, unser Schlafzimmer. Kleine Roomtour am Ende. Badezimmer. Was raus? Flur. Und unser Wohnzimmer. Da haben wir eigentlich nie gesessen. Hier war ich nur Platz für die Fahrräder. Hier unsere Essecke und Küche. Ausreichend. Weil wir so spät gebucht haben wegen Corona, nicht mehr so viel verfügbar. Aber ausreichend. Gute Nacht.